Hallo YouTube, AdSense hier. Willkommen zu einem neuen Anon Unboxing hier auf meinem Kanal. Ich habe heute eine Einsendung für euch vom Chung aus Berlin. Und der hat mir hier ein Päckchen geschickt. Da ist es. Und ja, ich habe es vorhin schon aufgeschnitten. Gucken wir doch mal rein, was er hier sagt. Also hat er gut verpackt. Mit Zeitung und ein paar Deckeln von den Kins. Und darunter verstecken sich ein Haufen Karten. Und jo, das werde ich jetzt erstmal alles mir angucken, vorher sortieren und dann sehen wir uns gleich zur Bewertung auf dem Tisch. Chung, das sind deine Karten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Angucken. Hallo YouTube. So, jetzt geht's, Leute. Jetzt habe ich hier die Karten vom Chung und... Ja, ihr habt es ja schon im Intro gesehen. Es war einiges, was ich da durchgucken durfte gestern Abend noch. Und das hier ist jetzt so der Rest, den wir noch im Video bewerten wollen. Wir haben jetzt hier als Bulk 5000 Cummins und 350 Rares schon mal gehabt. Und ja, gucken wir doch mal, was wir hier noch so haben. Und da haben wir ein Parallel-MST. Sehr selten die ganzen Parallel-Rares aus der Hobbyliga von damals. Kann ich bestimmt für 2 verkaufen. Dann haben wir naja, so ein paar Shatterfoils, aber auch so ein paar Dual-Terminal-Karten, wo ich nicht ganz genau weiß, ob die was wert sind. Ich glaube, so bis zu einem Euro gehen die schon. So. Gucken wir mal durch. Dann haben wir hier noch eingepackte Special Edition Karten, aber die sind leider nicht so wertvoll, aber ich sag mal so ein Pack mit 20 Cent oder so kann man schon berechnen. Dann hier was ganz Seltenes, ein japanischer JD. Da müsst ihr mir sagen, ob der was wert ist oder ob der wie die meisten japanischen Karten eher nicht so was wert ist. Ich lege den einfach mal hier an die Seite. Da bin ich gespannt auf eure Antworten. Und dann haben wir hier noch einen koreanischen Reisen-Tribut, das ist genau so ein Ding, da weiß ich nicht. Dann leider eine Ultimate, die ziemlich kaputt ist, der König Dragoon. Weiß ich nicht, kann ich glaube ich auch so nicht wirklich verkaufen oder vielleicht will den noch irgendjemand haben für 50 Cent oder so. Ich packe mal auf 20 Cent. Ja, und dann so ein paar random Ultimates waren wieder dabei. Ich glaube, hier ist nichts Teures dabei, aber so Ultimates für 1 Euro gehen ja meistens. Und ein Kuras, okay, der ist, glaube ich, ein bisschen mehr wert. Der ging, glaube ich, so bis zu 15er, ist vielleicht auch gesunken, weil man nicht wirklich braucht. Ich denke mal, wenn ich den mit 7 berechne, ist das ganz okay. Ein Saphira, ein französischer Nightbeam. Oh, kriegt man schon auch noch los. Ein System Down, das war auch letztens auf 15, ich weiß auch gar nicht, ob das wieder gesunken ist. Würde ich auch so bei 7 sehen. Noch einer davon, dann noch ein Teleport in IT. Na, den kriegt bestimmt für 4 noch los. Noch ein System Down, noch einen Teleport. Dann war es das schon mit dem Ultimate. Ja, und das rechne ich erstmal auf, bevor wir ja mit den Secrets weitermachen. Weiter geht's mit den Secret Rares. Und mal gucken, was ich hier so finde. Hidden Arsenal Kram. Ist selten, dass da mal was dabei ist, was wirklich Wert hat. Brachia, war der? Der war doch jetzt auch in der Legends of Legend drin, oder? Oder es war der G-Dark? Der hatte auch ein Reprint jetzt in der Battles of. Zauberer in Secret und der aus Docks, aber wird auch nicht mehr so viel gehandelt. Infinity, der ist aus der MP. Ja, ich glaube, ich kann den schon noch irgendwie verkaufen. Shaggy Nagas, Alka ist ja cool. Noch ein Alka ist
Ach, das ist auch nicht mehr so teuer. Scarlet, Painful. Ja, Satin. Crimson Kleider, ganz cool. Die Dino ist ja auch immer jetzt gefragt. Oh, die Sanctum ist leider zu spät, schade. Die haben wir jetzt auch einen Reprint bekommen. Was gehen die denn gerade? Ich glaube, da muss ich mal nachgucken. Lithium. Oder hat jemand sein ganzes Pendeldeck aufgelöst, ein ganzes Metal vor? Noch ein Sanctum. Das Bauernmädchen ist auch nicht mehr wirklich was wert. Tinken will ich auch mal nachgucken. Sense hatten wir gestern für 4 die Ultra, kann man also mit 2 berechnen. Die Masken gucken wir auch mal lieber nach. Instant Fusion ist leider nicht mehr ganz so teuer. Sein. Samus bekommt ja Support. Hier holt vielleicht noch Ptolemäus. Kriegt man noch irgendwie los. Der Dark Soul, auch lange nicht mehr gesehen. Garunix. Was ist das aus SUI? Erste Auflage. Der geht ja bestimmt 2 Euro. Phoenix war, glaube ich, auch ein bisschen was wert. Gut, ich gucke jetzt erstmal die Karten nach. Ja, die gehen leider nur noch 5 in Ultra aus Prio. Kann man mit 3 berechnen. Die Masken gingen so 7, machen wir mit 4. Und Tinken geht 9, machen wir mit einem 5er. Und dann rechne ich das Ganze mal wieder auf. Kommen wir jetzt zu den Gold Rares. Mal gucken, was wir hier so dabei haben. Ja, die Time Dots wurden viel verkauft durch Battles of Legend, aber sind im Wert leider nicht wirklich gestiegen. Auf jeden Fall immer gut für die Goat-Spieler. Obwohl sie meistens die alten Versionen bevorzugen und nicht die neuen. Mind Control aus Gold 2, ne? Das sieht man auch sehr selten. Der geht doch, glaube ich, sogar 4 oder so. Der ist, glaube ich, auch noch bei 2. Das geht ganz gut. Und Maxe aus der Gold 3. Oh, ich glaube, das geht auch noch ein bisschen mehr. Gut, würde ich das auch mal noch schnell aufrechnen hier. Super Rares heißt es denn jetzt. Und gucken wir doch hier mal durch, was wir hier noch so haben. Na, er blickt hier noch irgendwas Gutes. Die Armageddon-Ritter waren eigentlich auch immer so Stables, die gut weggingen, aber die haben ja auch schon wieder so viele Reprints in letzter Zeit bekommen. Ich glaube, die waren im Pendeldeck drin, im hier, ja, sagt schon Pendulum Evolution, also hieß das, glaube ich. Bei den. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Was für ein Thema wurde nochmal in dem Panel Deck supported? Da kam noch zum ersten Mal die. Oh, dann wurden ja zum ersten Mal die DDDs, genau. Die DDDs wurden da ziemlich gehypt und war dann ja auch für 2 Wochen Meta. Aber jetzt hat sich die DDs ja komplett erledigt durch die ganze Link-Mechanik.
kommen die da nicht wirklich ins Spiel? Ja, die sind, glaube ich, auch ein bisschen was gestiegen. Die dunkle Nebel, weil ja Dark World jetzt Support bekommt. Und die Manjus, die wollte ich jetzt im Freitagsvideo auch wieder nennen. Die sind gerade auf 4 Euro hoch in Superware. Emptiness hat man gestern schon geguckt, bei 50 Cent sind die gerade. Ja, die vergelten sie leider auch nicht mehr so brauchbar. Kaijus. Ja, auf jeden Fall ein krasser OTS-Spieler hier. Hat alles am Start. Und der Shadow Fury, die will ich mal nachgucken. Die können teuer sein. Noch mehr OTS-Kram. Das ist aber schön, weil ich komme da so selten an das Zeug. Die Earth ist, glaube ich, gerade bei einem Euro. Kaiju Slumber. Ich glaube, der war auch ein bisschen was wert. So 3-4 Euro kann ich dafür bestimmt noch bekommen. Staples sind auch dabei, sehr schön. Der war auch eigentlich auf 6-7 Euro, jetzt hat er auch den Reprint bekommen. Ja, gut durchmischt, was er mir hier gegeben hat. Auf jeden Fall eine feine Sache, kann ich wieder gut mitarbeiten. Die Union Hänger gefällt ein bisschen mehr. Mehr OTS-Kram. Jo, schön. Dann haben wir es auch gleich mit den Super Rares. Dann kommen wir noch zu Commons und Rares, die ich draus gefiltert habe, die ich euch noch so zeigen wollte. Die halt dann doch mehr als einen Cent gehen. Oh, die will ich auch mal nachgucken. Die habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Die Handmaiden. Was euch wieder auffällt, was ich hier leider überblättert habe, weil ich es nicht auf dem Schirm hatte. Gut, ich gucke hier mal noch die zwei Sachen nach. Jo Leute, die geht leider erstaunlicherweise nichts, also kann ich für 30, 40 Cent verkaufen, machen wir sie mal auf 20 Cent. Und die Shadow Fusion geht 6 Euro, machen wir mal auf 3. Gut, und dann rechne ich erstmal auf. Fertig das Ganze, jetzt kommen wir auch zu den Rares und Commons. Und ja, dann sind wir schon fertig. Schönes Book, aber leider vom Zustand her nicht so gut. Ich glaube, das kann ich nicht wirklich verkaufen. Ja, dann hatte ich hier noch den Level Eater rausgepackt, den Rare, weil ich mir dachte, jetzt im Link-Format kann ja vielleicht einiges bewirken. Im OCG ist er ja mittlerweile schon verboten. Jo, das war es auch schon mit den Rares, die ich bewerten wollte. Jetzt wird das noch aufgerechnet, dann geht es noch zum letzten Teil. Und die Commons am Ende. Machen wir wieder einen 10 Cent Haufen. Ja, wie immer so ein bisschen stapelhaft. 4 dabei. Ist ja egal, 10 oder 20 Cent in der Menge macht es dann eh keinen Unterschied mehr.
Hier, da ich mich gefreut, das ist eine Shortprint aus Crimson Crisis. Die kriege ich bestimmt auch gleich los. Ah, hier, das sehe ich jetzt erst. Die hat hier unten. Seht ihr das? Auch so ein Knick. Werde ich dann auch nicht verkaufen. Was ist das? Ein französisches Destiny Tour. Nova, da geht auch ein bisschen was. Upstart leider auch nicht mehr so top. Gut, dann hätten wir es ja fast. Hier, der ist krass. Den gucke ich nach, wo der gerade steht. Das kann nämlich sein. Also das letzte Mal, wo ich den mir angeguckt habe, da stand der bei 8. Aber da war der auch im Hype wegen Crystals. Das gucke ich noch schnell nach. Gut, er ist wieder ein bisschen gesunken, aber hat halt immer noch keinen Reprint bekommen, der Schrottrecycler. Der steht gerade bei 4 bis 5 Euro, also würde ich den jetzt bei, naja, bei 2 würde ich den einrechnen. Gut, dann wird zum letzten Mal ja gerechnet und dann zeige ich euch gleich die Summe für den Schung aus Berlin. So, liebe Leute, ich bin fertig mit Aufrechnen und komme jetzt auf eine Summe bei den Loots von 77,30 und bei den Karten mit Einzelbewertung auf 187,90. Das sind dann insgesamt 265,20 und ich würde halt glatt 265 sagen. Tschung, gefällt dir das? Dann melde dich bei mir. Wir haben ja über Facebook und Market geredet und ich denke mal, die Summe ist mehr als du wolltest und das sollte dir recht sein. Ja, an die Leute, die zugeguckt haben, lasst ein Like oder Abo hier, wenn es euch gefallen hat, kommentiert natürlich, wenn euch irgendwas nicht gefallen hat oder auch wenn euch was gefallen hat, könnt ihr auch was kommentieren natürlich, ob ich mich irgendwo preislich vertan habe und wenn ihr auch irgendwelche Karten habt, die ihr loswerden wollt, könnt ihr euch gerne an mich wenden über Facebook, YouTube oder Market und mir sagen, dass ihr mir ein Paket zusendet. Lustigerweise, gerade parallel, wo ich das Video gedreht habe, kam auch schon wieder ein Paket an, also es hört nicht auf. Ich habe dann noch zwei weitere An- und Unboxings für euch demnächst. Macht's gut, euer Jens.